Herzlich willkommen zurück zu 18 Wheels of Steel Extreme Trucker. Wunderbar, ja. Gehen wir doch gleich mal rein. Wollen Sie wirklich australisches Outback ansteuern? Ach, warte mal kurz, ich habe gar nicht geschaut, ob mein Sound so in Ordnung ist. Ich bin gleich nochmal da. Tschüss! So, mal wieder ein neuer Aufnahmebeginn. Es hat alles geklappt soweit. Ja, und jetzt gehen wir ab ins australische Outback. Der Ledge. Haben wir gleich mal einen Road Train? Nee. Welcher gibt denn mehr Punkte? Medikamente von da nach da und selbe Strecke. Also würde ich mal sagen, nehmen wir das hier. Fahren. Damit wir auch mal zügig in die australischen, in die Anden kommen. In die australischen wollte ich jetzt schon sagen. Australien hat gar keine Anden. So. Wie wir sehen, sind wir schon auf einer anderen Fahrseite, Fahrerseite. Also haben einen anderen Truck bekommen und ja, dann werden wir jetzt wohl mal. Hier ist nämlich rechts. Shit, können wir gleich eigentlich nochmal neu starten? Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Einfach mal neu starten. Schleife ich da mit dem Trailer so am Zaun vorbei. Oh mein Gott. So, wie wir wissen, haben wir in Australien ja rechts vor links Verkehr. So, bin ich in die richtige Richtung unterwegs? Nein, natürlich nicht. Ich muss in die andere Richtung also rein. Deutschland wird man auf der Seite fahren, also muss ich auf die Seite. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, na klar, wunderbar. Ich kann in die Cockpit-Ansicht schalten und wir fahren einfach mal im ersten Gang. So. So, dann fahren wir doch mal hier. Diese Kreisverkehre sind übrigens auch eine ganz lustige Sache. Das erste Mal bin ich voll rübergerödelt, weil ich nicht wusste, wie ich bei so einem Kreisverkehr reagieren sollte. Aber naja. Ich denke mal, ja, eigentlich, ich glaube, die Fahrt, die habe ich damals auch als erstes gemacht. Und hier werden uns noch ein, zwei weitere Kreisverkehre begegnen. Das sind eigentlich die Mehrzahl von Kreisverkehren. Kreisverkehrs, weiß ich gar nicht. Und dann sehen wir schön zwei kleine Heißluftballons. Eigentlich ganz schön hier, nicht so kalt. Finde ich auch schön. Und das kommt auch mehr dem Klima, das wir derzeit in Deutschland haben gleich. Und hier werde ich dann abbiegen müssen, ja. Da werde ich dann einfach mal so machen. Ach nee, ich muss hier so rumfahren, wenn ich mich an die Verkehrsregeln halten will. Und ach du Liebe, ich finde das so ungewohnt, ne? Weil man in Deutschland ja anders halt fährt, ne? Man hat ja hier rechts vor links Verkehr in Deutschland und hier hat man, also in Australien hat man links vor rechts und finde ich einfach total ungewöhnlich. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder von einem anderen Extreme Trucker, genau, 18 Wheels of Steel Teilen dran gewöhnen, hier zu schalten. War ich jetzt hier richtig? Oh, ich weiß das gar nicht. Ich glaube ja, weil hier in Australien sind oft solche relativ kleinen Straßen. Einige Feldwege fährt jetzt auf meiner Seite. Nein! Stimmt, ich muss ja hier fahren, genau. Also war ich doch richtig. Nicht, dass sie das hier in dem Spiel irgendwie vergessen hätten oder sowas. Übrigens, wie man gesehen hat, die Heißluftballons verändern mit der Zeit auch ihre Größe. Wie man hier schön sehen kann, ist Sand auf die Fahrbahn geweht. Oder wurde Sand auf die Fahrbahn geweht. Und das erinnert mich derzeit an unsere Bartagame. Unser schönes kleines Terrariumtierchen, was wir jetzt zu Hause rumsitzen haben. Das hat auch ein so ähnliches Gehege, nur ein viel kleiner halt. Es sind nur eine Bartagame, weil die ist nicht mit anderen Bartagamen kompatibel. Die beißt die immer und verkloppt die immer. Sie selbst hat sich auch schon mal in der Klopperei, ihren halben Schwanz verloren. Ihren hinteren Schwanz. Und, ja. Deswegen haben wir die jetzt einzeln hier. Wir haben die aus einer anderen Haltung und wow, das war knapp. Ja, bei Holen wäre ich jetzt schon wieder längst von der Polizei geschnappt geworden oder bei Convoy oder bei Cross America oder Pedal to Metal. Ja, so ist das halt, ne? Übrigens, bei Cross America, das war so eine geniale Physik. Ich fahre mit
wollte gerade sagen, jetzt fangen sie mich doch. Nee, das hat so eine geile Physik. Ich fahre mit einem Truck, na gut, nicht voll kann ich, fahre 30 oder so mit dem Truck in einen Bus hier hinein und fliege mit dem Bus auf einmal von Miami irgendwo nach, oh, scheiße. Ah, cool, er hat uns gerammt, hat uns nichts abgezogen. Fliege dann von Miami irgendwo nach New York. Ist auch lustig. Und mal schauen, vielleicht hat er uns doch was abgezogen. Aber naja, 2%. Das ist, kann man in Kauf nehmen. Geil. Haben wir hier einen Roadtrain zufälligerweise, den wir nächstes Mal fahren könnten? Nein, leider nicht. Dann denke ich, werde ich hier auch mal den Part beenden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.